66.000 sind da, sind gekommen ins Olympiastadion in Berlin. Herzlich willkommen zu einer hoffentlich hochklassigen Fußballpartie, liebe Zuschauer. Das ist ein Freundschaftsländerspiel, was wir heute erleben, liebe Zuschauer, im Hinblick auf die Europameisterschaft. Ja, was soll das bringen, Sebastian? Naja, also der Trainer kann ein bisschen testen, den ein oder anderen neuen Spieler bringen, auch mal häufiger wechseln heute. Also das gibt dann doch Aufschluss, wie das so wird bei dem Turnier letztendlich. Atmosphäre hier im Stadion, klasse, die Spannung ist groß und das Spiel kann beginnen. Hitzlsperger, Schneider. Ja, deutliches Übergewicht, was den Ballbesitz angeht, aber was nützt das, wenn der Zug zum Tor fehlt? Lahm. Den Ball aus der Abwehr rausgespielt. Silva. Schneider. Und das ist Ballack. Marcel Jansen. Ein Weltklasse-Pass. Traumhaft sicher läuft der Ball da durch die eigenen Reihen. Links. Ja, und das sieht schon gut aus, was die da unten spielen. Und der Abwehrspieler geht dazwischen. Michael Ballack. Und super, wie er den herausgeholt hat. Ein anderer Torhüter hätte den Ball vielleicht nur abtropfen lassen. Er nicht. Tolle Parade. David Villa. Xavi. Silva. Links. Klose. Und jetzt müsste die Flanke kommen. Und das ist super, wie er da reagiert. Alles richtig gemacht und den Ball aufgenommen. Fernando Torres. Und er versucht es mit der hohen Flanke. Links. Klose. Hitzlsperger. Klasse Stellungsspiel des Verteidigers hier. David Villa. Podolski. Köpke-Wieler. Jetzt Ballack. Links. Und Podolski ist am Ball. Joaquin, David Villa, Fabregas, Silva, Capdevila, Fabregas. Der Schiedsrichterassistent hebt seine Fahne vollkommen zurecht, wie ich meine. Klares Abseits. Ah, abseits, eine ganz enge Entscheidung. Vielleicht irre ich mich auch. So ganz sicher bin ich mir nicht, ob das richtig ist. Schneider. Zelda. Ah, schönes Zuspiel jetzt. Marcel Jansen. Und das ist ja das, was die Zuschauer sehen wollen. Kombinationsfußball. Ja, er holt sich den Ball zurück. Ballack. Ja, klasse, wie der Abwehrspieler da mitgespielt hat. Den Ball noch abfälscht. Ja, schön. Podolski. Ja, und dafür hat er das Auge. Klasse gespielt.
Und was sagt der Unparteiische? Elfmeter! Ja, jetzt hat er überhaupt nicht überlegt. Zu Recht, es gibt den Strafstoß. Und die Spannung ist jetzt fast unerträglich. Kann er den Elfmeter ohne Problem? Jetzt muss die Abwehr aufpassen. Fernando Torres. Unglaublich, dass er an den Ball überhaupt noch angekommen ist. Zur Pause steht es 1:0. Ja, Tom, was soll sich da ändern in den zweiten 45 Minuten? Die haben ja überhaupt nichts anbrennen lassen. Toll vorbereitet von ihrem Trainer, sehr gut eingestellt. So, jetzt sind die Spieler ausgeruht. Die Trainer haben ihre Spieler nochmal speziell eingestellt und ab geht's in die zweite Halbzeit. Oh, das hat er gut gesehen. Capdevila. Fabregas. David Villa. Joaquin. Ja, das hat er gut eingeschätzt. Und Lukas Podolski. Klose. Schneider. Klose. Brinks. Ja, da gibt es ja überhaupt keinen Durchgang. Ein langes Zuspiel hier, klasse. Sergio Ramos. Gut gemacht und das Ganze per Kopf. Puyol. Sergio Ramos. Ja, und hier stimmt ja überhaupt nichts. Und Tor! Oh, Wahnsinn, ist dieser Mann schnell. Da hat er kurz den Turbo eingeschaltet und seine Gegenspieler im Regen stehen lassen. Also der braucht ja eine ganze Menge Torchancen, aber irgendwann trifft er dann doch, so wie in dieser Situation. Ja, daraus ergibt sich nur ein Einwurf. Joaquin. Schneider. Podolski. Oh, da hat er Glück gehabt, dass er sich den Ball so eben noch angelt. Xavi. Fernando Torres. Ein gutes Tackling, ein faires Tackling. Jetzt Ballack. Und Lukas Podolski. Capdevila. Xavi. Sergio Ramos. Und da sieht man wieder die Klasse dieses Spielers, gerade auch bei den langen Bällen.
sicherlich verunglückt, der Einwurf. Und Podolski ist am Ball. Und es ist wichtig, immer die Flügel zu besetzen, über die Außenposition zu spielen. Fabregas. Tolle Flanke. Nee, das kann er viel besser, viel, viel besser als in dieser Situation. Trinks. Tolle Flanke. Und der Verteidiger stand genau in der Schussbahn, fälscht den Ball ab. Sergio Ramos. Und den Ball hat er ja förmlich gestohlen hier gerade in dieser Situation. Trinks. Jetzt müsste er den Ball aber nach innen ziehen. Das war eine klasse Parade des Torhüters. Ja, gut gehalten hat er den Tom, aber die Gefahr ist noch nicht gebannt. Jetzt gibt's erstmal Ecke. Boah, den habe ich schon drin gesehen, aber er war gerade noch rechtzeitig dran. Brinks. Schneider. So weit, so gut. Xavi. Nicht. Der Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß. Und solche Bälle spielt nicht jeder. Brinks. Schneider. So, jetzt hat er alle Freiheiten. Wohin spiele ich den Ball? Ballack. So, und für diesen Eckball kommen jetzt auch die Abwehrspieler mit nach vorne. Ja, technisch sauber sein Kopfballspiel. So, jetzt wäre die Gefahr erstmal wieder gebannt. Links. So, noch eine Minute Nachspielzeit. Lahm. Super zum Spiel, das hat er gut eingeschätzt. Und jetzt ist der Ball weg und der Gegner darf wieder. Fabregas. David Villa. Klasse Abwehrarbeit. Super. Podolski. Brinks. Klose. Gut gesehen. Flanke in den Strafraum. Die Flanke hätte ein bisschen schärfer kommen müssen. Dann wäre es, glaube ich, schwieriger geworden. Ja, und der Keeper spielt den Ball weit übers Feld. So, die Partie endet unentschieden, liebe Zuschauer. Wahrscheinlich auch ein gerechtes Ergebnis. Die Frage ist nur, hilft das Unentschieden einer der beiden Mannschaften? Ja, nicht wirklich. So ein Unentschieden ist natürlich immer unbefriedigend. Und beide sind doch unzufrieden mit diesem Ergebnis, haben auf einen Sieg gehofft. Aber insgesamt, wenn wir mal die Spielverteilung uns anschauen, Tom, geht das völlig in Ordnung. Keine Entscheidung. Keine Entscheidung in der regulären Spielzeit und deswegen heißt es jetzt Verlängerung. Links. Lahm. Tja, das ist ja eine ganz wunderbare Angelegenheit hier für den Abwehrspieler. David Villa. Fabregas. Iniesta. Capdevila. Fernando Torres. Also den hat er jetzt aber aussteigen lassen, mein lieber Mann. Ja, das war schön geklärt hier vom Abwehrspieler. Klose. Brinks. Ja, und jetzt lassen Sie die Abwehr ganz alt aussehen. Und der Ball läuft wie an der Schnur gezogen durch die eigenen Reihen. Fabregas. Xavi. So, immer noch ist der Sieger nicht abzusehen. Und gleich ist die erste Halbzeit der Verlängerung auch schon vorbei. Da spiele ich den Ball aus, da kann überhaupt nichts passieren. Und Podolski ist am Ball. Ja, und in letzter
eine Sekunde ist er da. So muss er verteidigen. Zelder. Links. Camp de Vila. Xavi. Fernando Torres. Fabregas. Camp de Vila. So, das war's. Die erste Hälfte der Verlängerung ist vorbei. Die Mannschaften wechseln die Seiten. Und dann gibt's noch mal 15 Minuten. Sense of rhythm, conversations blurred my vision. Watch me act out your premonition. My long move is your demolition. So, und jetzt sind wir gespannt auf die zweite Hälfte dieser Jorginho am Ball. Iniesta. Cap de Vila. Xavi. Silva. Puyol. Klug gespielt. Sergio Ramos. Und jetzt spielen sie die Abwehr schwindlig. Brinks. Lahm. Links. Schön gemacht. Flach in den 16er gespielt. Ja, keine der beiden Mannschaften kann sich durchsetzen. Und so müssen sich wohl beide nachher im Elfmeterschießen messen. Sergio Ramos. David Villa. Puyol. Cap de Vila. Xavi. Es sieht hervorragend aus, wie die hinten drin steht. Ja, schön. Podolski. Jansen. Hitzlsperger. Lahm. Ja, wer von den Spielern hat jetzt noch die Nerven, um beim folgenden Elfmeterschießen anzutreten? Ja, und das ist natürlich bis hier und das Tribünendach zu spüren. Der Druck. Und so schießt man einen Strafstoß, bei dem der Torhüter keine Chance hat. Oh, der Druck ist immens groß. Und der erste Elfmeter sitzt. Eiskalt, souverän, flach und platziert. Besser geht's nicht. Der ist natürlich unhaltbar. Für was für eine Parade. Der Torwart hat gehalten. Und der zweite Treffer ist perfekt. Endstation Torwart, tolle Parade. Und um Himmels Willen, jetzt muss doch irgendwann in diesem Elfmeterschießen. Und der ist gut und der ist drin. Ja, da zeigt er überhaupt keine Nerven. Klasse gemacht vom Tor. Und das war ein Strafstoß, bei dem der Torhüter nicht die geringste Chance hatte. Tja, und wenn der jetzt nicht trifft, dann ist hier... Ja, wenn der Ball so platziert kommt, was willst du als Torwart da machen? Und er erledigt seine Aufgabe mit Bravour. Kompliment, perfekt. So, Mund abwischen, dann redet keiner mehr drüber, denn Sebastian sieht es sieht. Ja, ganz genau. Also auch nicht unverdient. Sie haben jetzt nicht... überragend gespielt, aber immerhin hat es gereicht für diese drei Punkte. Da braucht man natürlich starke Nerven. Da brauchen die Fans starke Nerven und die Spieler natürlich erst recht. Und im Elfmeterschießen wurde dieses Spiel jetzt letztendlich entschieden.